Herzlich willkommen zurück zu Fallout Tale of Two Wastelands im Sierra Madre DLC, wo wir gerade einfach nur raten müssen, wo es weitergeht. Ist das nicht schön? Wir kriegen nämlich die Lautsprecher nicht aus. Da ist der Schlüssel. Wieder zurück. Die Tür muss aber zubleiben, bitte. Speichern. Okay, wir haben wieder einen Schlüssel. Das heißt, wir können jetzt hier irgendwie weitergehen. Weiß nicht, ob das jetzt hier wieder richtig ist. Nicht. Ach, schön. Nee, da war es ja nicht. Kommen nur in diesen Raum. Okay, wieder was gelernt. Das ist dann also der Raum, in den wir als nächstes müssen. Die anderen DLCs auch so? Nee, hier ist kein Schlüssel. War auch nicht viel Zeit. Man muss wissen, wo man hin muss. Ich weiß halt auch nicht, was es bringt, dass wir jetzt dieses Soundsystem ausgeschaltet haben. Vom Gefühl her nix. Und shit. Aber man schafft es dann ja auch gar nicht wieder zurück. Ich weiß nicht, ob das hier der richtige Weg ist. Ich würde mal sagen, nein. Hier vielleicht. Speichern. Okay. Speichern. Auch wenn wir in der toxischen Wolke stehen. Können wir hier weiter? Nein. Immerhin haben wir jetzt hier mal die Chance, mal so ein bisschen weiter zu gucken. Das Prüferbuch lassen wir jetzt einfach mal hier. Okay, dachte ich, wäre da. Speichern. Okay, gucken wir mal, wie wir da jetzt... Power off. Status Report. Audio offline. Speichern wir nochmal. Bringt aber nichts. Da war der Schlüssel. Speichern. Some things are better left in the past. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Jetzt können wir da nach oben, glaube ich. Ja, nerv nicht. Yes. Zack. Ja. Play Dean Domino's Holotape auf. Oder, ne? Wir spielen jetzt ab. I saw her yesterday. Was auch immer uns das bringt. Ah, weil das jetzt umgeschaltet ist. Perfekt. Jetzt sind die Wachen weg. Können wir jetzt Backstage spielen? Ja, jetzt können wir auch Backstage. Oder? Ich weiß nicht, ob wir jetzt Backstage gehen können. Now, deal with the ghoul. This has gone on long enough. You think you have what it takes to beat me on my stage in my town? Yep. Come on down, we'll see. Nur da ist nämlich jetzt auch nochmal dieser blöde Lautsprecher. Speichern. Wo muss ich denn hin? Hä? Hä?
komme ich denn jetzt backstage? All right, you're resourceful. I'll give you that. It's going to take a lot more than juggling keys and shooting speakers to stop me. As I see it, all I need to do is kill you, then make a run for the exit. You do the same, you'll be clawing at the lock until your head blows off. So, maybe you and I should have a little chat. Just like we did when you first waltzed into town. Okay, du bist kein Mann, der Risiken eingeht, deswegen bin ich mir sicher, dass du den Schlüssel bei dir trägst. Lucky guess. You sure about that? Because if you make a mistake, well, Sierra Madre's got us both. Nö, aufgrund deiner Antwort bin ich mir sicher. All right, look. I'll hand it over, I promise. No need to get all upset. We can both come out ahead in this. Gibst du mir jetzt den Schlüssel oder nicht? Look, I give you this key and there's nothing to keep you from just killing me and running. Richtig. And as I see it, I just gave up my ace in the hole. So the only chance I've got left is making sure you don't leave. Hat er recht? And there's no way in hell I'm letting you get to the Sierra Madre vault instead of me. Vault, okay. Not after all this time. Bist du wirklich so dumm? I waited an entire lifetime sitting in that villa, watching it all fall apart. Sinclair's Sierra Madre towering over everything, untouched. Then you show up, thinking you can just take it all from me, you and the old man running the show. I planned all this. I made it all happen, not you. Sure, yeah, I have the key on me. I made other keys, too, to unlock the casino and ruin Sinclair, finally. After all these years. No. Now I think ruining you and all your plans would be enough for me. Kill me, I still win. You're never getting in the vault. Tja, bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Jemand hat sehr viel Zeit. Almost have the entirety of what I need from the music archives. Once you have the last fragment, you can thread the archives together at the main floor terminal. Okay, die Geräusche sind aber echt fies. Wir sind wieder ein Level up und die Linger hier laufen natürlich immer noch rum. Ja, zumindest nicht mehr. Okay, dann machen wir Barte auf 100. Und dann fangen wir langsam mal an, mit Explosives rumzuspielen. Schleichen werde ich eh nie brauchen. Ne, wir machen Melee-Damage. Melee-Waffen machen wir noch hoch. Okay, Critter Cruncher. Das können verletzt werden. Wir kriegen 50% weniger Körperteilschaden, wenn wir von Insekten oder einem Tier angegriffen werden. Klingt schon mal gut. Indirect Bartering. Okay, indirekte Verhandlungen. Also das hatten wir aber schon mal. Ich weiß halt nicht, wie viel Stärke wir haben. Nerd Rage. Du wurdest lang genug herumgeschubst. Mit dem Nerd Rage Perk ist deine Stärke auf 10 erhöht und man macht plus 15 Schaden. Threshold, das müsste natürlich Nahkampfschaden wahrscheinlich sein. Oder? Threshold, keine Ahnung, aber wann immer unsere Gesundheit unter 20% oder weniger geht. Was? Wir kriegen einfach mal so Stärke auf 10? Das nehmen wir aber sowas von.
Ernsthaft? Nö. Aber nur, wenn unsere Gesundheit so weit niedrig ist wahrscheinlich, sonst nicht. Interessant. Okay, so, wo müssen wir jetzt als nächstes hin? Doch, wir müssen hier in die Suites. Find the mutant, deal with her. She's somewhere on this floor. They're keeping me here. What you call it? What's with my collar? Elijah? Or no, you. Even better. This is Christine. The other guest. Sinclair, is that you? You got off on the floor. Sinclair, I'm trapped. Hope you can make it past security. Probably the security systems won't let me out. They're keeping me here. Ich glaube, ich bin ja mal falsch abgewogen. Keine Ahnung, wo wir gerade sind. I love this floor security dissect you like an auto. Leaving me in that so goddamn elevator in the dark? Sorry, you I... begged me to do the same to you while the holograms are tracing the lasers wieder across your face. Irgendwie muss ich hier mal wieder weg. Sinclair, where did you go? Why did you leave me here? Interessant aber, dass sie Sinclairs Namen sagt. Hä? Hier sind wir irgendwie falsch. Hier sind wir verdammt falsch. Wir sind eh gleich tot. Hallo. Wie komme ich hier wieder weg? Sinclair? Alter. Ich glaube, das ist ganz gut, dass wir jetzt hier nochmal neu anfangen können, weil ich mich ja schon wieder in gleich aussehenden Leveln verloren habe. Ja, jetzt lad doch mal. Find the mutant, deal with her. She's somewhere on this floor. Floor is buzzing with the emitter signatures. Watch out for the holographic system. Okay, warten wir noch mal vor dem Hologramm. Sinclair, where did you go? No, it's you. Why did you leave me here? Even better. Why? This is Christine. We all pay for what we've done. Voice back. I'm so sorry. You got off on the wrong floor. Sorry. Trapped. Hope you can make it past security. I've been looking forward to taking care of you since the gala event. You and Elijah were working together this whole time. Damit können wir ihr so ein bisschen ausweichen. Vermutlich müssen wir doch hier irgendwie in diese Richtung weiter. Verdammt. Ist das durch? Broken Intercom. Okay, kann man nichts mitmachen. Ich speichere mal eben. Ich glaube, hier sind wir richtig. Wobei, wir haben jetzt noch diese Möglichkeit hier. Warum piepst es hier? Warum piepst es hier? Ich weiß es nicht. Wir brauchen wieder einen Schlüssel. Warum piepst es denn hier? Wo ist denn... Muss da irgendwo sein. Ah. Ich weiß es nicht. Override Emergency Door Seal. Okay. Wir hatten die doch. Hier irgendwo. Father ist falsch. Theater. Theater. Könnte es vielleicht sein? Ja. Disable Hallway Loudspeakers. Okay, download Starlet Hologram Code Snippet und Superheated Knife. Okay. Da haben wir ein neues Rezept gelernt. Aber es piepst halt trotzdem noch. Das ist so schön. Trotzdem nochmal speichern. Jetzt müssen wir doch eigentlich dadurch diese... Hier kommen wir nicht. Ich bin mir echt nicht sicher, wo wir hin müssen. Na, hier hinter dieses... Hier ist schon wieder Gas. So, da brauchen wir einen Schlüssel für. Hm. Ich bin verwirrt. Wir müssen hier irgendwie hin. Dieser Weg hier ist versperrt. Das heißt, wir werden... Hier ist auch dicht. Das heißt, man kommt nur durch dieses Zimmer hier durch.
Jetzt müssen wir rechts und dann immer geradeaus. Aber das habe ich kaputt gemacht. Das habe ich doch kaputt gemacht. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich hier durch. Oder kommen wir nicht mehr durch? Macht Sinn. Hier braucht man einen Schlüssel, um irgendwas zu machen. Ich sehe gerade nicht, wie wir da weiterkommen. Leider. War halt auch nur eine 85% Chance, das zu öffnen. Da sind wir reingekommen. Hier entfernen wir uns immer weiter. Und hier kommen wir halt auch nicht durch, weil hier ist kaputt. Und hier ist halt auch kaputt. Das heißt, es muss... Diesen Flur müssen wir vielleicht rein. Hier durch. Ja, aber da kommen wir ja nicht hin, in diesen Flur. Weil ich hier die Tür kaputt gemacht habe. I'm trapped, please. Oh Gott, the security systems won't let me out. They're keeping me here. I'm going to die here. Haben wir jetzt überhaupt noch eine Möglichkeit? Ne, weil... Nee, das hätte auch nichts gebracht. Hey, hier kann man doch gar nicht weiter. Genau hier. Hier. Und jetzt müssen wir... Hier müssen wir rein. Ja, es gibt gar nicht den anderen Weg als hier durch. Hm. Haben wir den Schlüssel gegebenenfalls nicht? So, jetzt haben wir das immerhin mal gefunden. Da braucht man einen Schlüssel. Da ist der Schlüssel. Das soll ich eigentlich nicht mitnehmen. Speichern. Okay. So. Jetzt müssen wir... okay, das war nur eine Abkürzung. Boah, das bringt gar nichts, diesen Weg hier zu gehen. Aber jetzt können wir hier immer noch nichts machen. Die Tür ist im Eimer. Gar keinen Plan, wo wir jetzt hier weiter müssen. Weil diese Tür bringt auch nichts, weil das halt nur in diesen kleinen Raum hier reinführt. Wir müssten... Hier sieht es für mich halt aus, als könnte man da durchgehen. Hier, aber hier ist halt Wand. Hier ist kaputt. Ich weiß nicht, wie wir hier hinkommen sollen. Weil hier ist ja auch alles dicht. Die Tür führt nur hier rein. Und die ist ja eben einmal. Ist irgendwo noch einen anderen Schlüssel? Vermutlich ja nicht. Hm. Oder gibt es bei der Tante noch irgendwie einen Schlüssel? Oh Gott, the security systems won't let me out. They're keeping me here. I'm going to die here. Amongst the ghosts. Jetzt hier einmal um. I'm still being recorded by the holographic system. I came so far to be here. Ach, und die wurde sogar aufgenommen durch dieses. I just wanna leave. Please. Let me leave. We all pay for what we've done. I'm so sorry, Sinclair. Sorry, I. Hm. Nee, das bringt ja auch nichts. Wir gucken mal, was hier sich noch in dem Safe befindet, aber das wird uns auch nicht weiterbringen. Ist aber schon kein schlechter Kram, der hier drin ist. Sinclair! Sinclair!
already sealed. Aber wie kommen wir weiter? Ja, ich glaube, ich werde mal nachgucken. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin.